Ja, Trainingsupdate am Dienstag hier auf Schalke und er ist endlich da, er ist auf dem Platz. Das heißt, der Vertrag ist in trockenen Tüchern, alle Formalitäten, alle Ungereimtheiten geklärt. Ab jetzt darf Darko Chudinov hier wieder für den FC Schalke 04 zaubern und spielen und man hat ihn wirklich angesehen, der ist einfach froh, wieder hier zu sein. Und das haben wir ihn natürlich auch nach dem Training gefragt. Ja, ich fühle mich hier wie zu Hause. Ich habe in Deutschland lange gelebt, aber hier habe ich mich am meisten wohlgefühlt, am meisten zu Hause. Wie ich schon vorher gesagt habe, ich liebe Schalke, das ist mein Verein. Es ist ein sehr guter Club, großer Club und ja. Ja, er bringt eine gewisse Portion Leidenschaft mit in den Verein und das hat heute aber auch Karel Gerards bemängelt. Er hat die Spieler stramm stehen lassen im Kreis und hat von more passion gesprochen. Also gerade bei den Ballabgaben mehr Leidenschaft zeigen. Ja, ob es was bringt, werden wir sehen. Am Freitag geht es ja schon gegen Kaiserslautern. Nicht mit dabei heute beim Training war Blendi Idrissi. Der ist erkältet oder krank zu Hause und wird dem FC Schalke 04 wahrscheinlich dann auch am Freitag fehlen. Ibrahima Cissé, gestern hat es ja schon kurz angekündigt, der wird ja wahrscheinlich hier eine neue Chance bekommen und soll zeigen, was er drauf hat. Der ist aber nach 16 Minuten heute vom Platz gegangen, aber Entwarnung jetzt nicht wegen einer Verletzung, sondern weil er am Sonntag für die U23 gespielt hat und darum ist das eine ganz normale Trainingssteuerung. Ja, neben Marc Wilmots und André Eichmann kamen auch heute noch zwei weitere Gäste, um Darko Chudinov einmal begrüßen zu dürfen und zu sehen, was er so drauf hat. Juri Mölder und René Eichelkamp kamen zum Trainingsgelände und haben das Training mitverfolgt. Und ja, wie Darko Chudinov jetzt dem Verein letztendlich helfen wird, das weiß man nicht. Ist schwer vorherzusagen. Er sagt selber auch, er ist fit und er könnte Schalke sofort helfen. Ich kann sofort Schalke helfen. Ja, ich habe nicht gespielt, aber ich habe trainiert. Ich habe bei der zweiten Mannschaft von Burnley gespielt, wie ihr alle wisst. Und ich fühle mich gut. Dass ich in Burnley keine Chance bekommen habe, ist etwas anderes. Es ist ein Transfer fürs Herz, jedenfalls für den FC Schalke 04. Und wenn man ihn so beobachtet und wie er so spricht und wie er sich dann so verhält, es zählt momentan auch nichts anderes mehr. Er möchte nicht mehr über die Vergangenheit sprechen, er möchte nur noch über das Jetzt und das, was in der Zukunft passiert, sprechen. Und ja, wir haben ihn auch noch mal gefragt, wie schwer war denn die Zeit, als er dann mit dieser Blutvergiftung und dieser Lungenentzündung wirklich am Rande seines Lebens stand. Und das hat man auch angesehen, das nimmt ihn ziemlich mit. Schwer, muss ich jetzt sagen, schwer. Das war wirklich schwere Zeit. Was soll ich sagen? Du weißt nicht, ob du wieder trainieren kannst, ob du wieder Fußball spielen kannst, ob du morgen deine Freunde siehst oder nicht. Und das ist natürlich schwer, du kannst dir vorstellen, oder?